Brandenburg im Januar. Die Strecke zwischen Strausberg und Kitz. Besser bekannt als die Ostbahn, die einmal von Berlin bis Königsberg führte. Viel Nostalgie schwingt mit bei der Fahrt der Dampflok 52-80-79. Es ist ein Fotogüterzug. Rund 150 Fans haben sich an der Strecke postiert, um Bilder wie in alten Zeiten, Bilder wie diese zu machen. Stefan Herrmann hat alles organisiert, auch den Stopp in Bad Freienwalde. Ja, da siehst du die Hälfte schon drin. Früher hatte jeder Bahnhof seinen Wasserkran. Heute muss sich die Feuerwehr darum kümmern. In Bad Freienwalde ist gleich ein ganzer Löschzug angerückt. 16 Kubikmeter müssen nachgefüllt werden. Durchschnittlich 10 Kubikmeter verbraucht eine Dampflok auf 100 Kilometer. Dem Organisator läuft die Zeit weg. 7 Kubik. 8000. Und ihr macht 800 Liter pro Minute? Wir schaffen mal ein bisschen mehr. 800 Liter pro Minute, das heißt, wir brauchen noch 9 Minuten. Ja gut, das Problem ist, wir müssten eigentlich gleich um voll umsetzen, damit wir um 12 raus können. Das schaffen wir jetzt nicht mal, weil ihr habt nur noch 7 Minuten jetzt hier zum Wasserfassen. Wir füllen ununterbrochen schon. Also versucht mal, dass er nicht mehr als 3 oder 4 Minuten später abfahrt. Ja, denn die Stimmung ist wegen dem, wie es heute Vormittag gelaufen ist, nicht so doll. Wir müssen sehen, dass wir wegen den Halt in den Rand freien kriegen. Ich wollte aber alle zufriedene Gesichter gemacht, die da unterwegs sind. Die Fans haben bezahlt. Immerhin 150 Euro für 3 Tage. Nun wollen sie pünktlich den Zug sehen. Gekommen sind sie aus ganz Europa. Engländer, Holländer. Also man muss sagen, die Niederländer sind mittlerweile das Rückgrat einer solchen Veranstaltung geworden, weil das meistens 10, 15, 20 Mann hoch sind. Wir haben einen Italiener dabei, Schweizer. Österreich und Japan sind heute nicht vertreten, aber sonst sind die europäischen Nationen ganz gut heute vertreten. Der Wasserhalt hat geklappt. Die Lok ist wieder auf der Strecke. Werfen wir einen Blick in die Geschichte der 52-80-79. Sie gehörte zu den letzten betriebsfähigen Lokomotiven des BW Berlin-Schöneweide. Hier im Bild die dritte von links. Besonders in der Nachwendezeit erlebten die Loks eine Renaissance. Hier bei einem Fest im Jahre 1992. Schließlich war es der legendäre Gurkenzug in den Spreewald, der jeden Samstag für Furore sorgte. Jedes zweite Wochenende zogen die Loks aus Schöneweide den Ausflüglerzug. Regelmäßig war auch 52-80-79 mit von der Partie. Nach 1994 wurde sie in den Westen verkauft, kehrte aber 2003 zurück. Ihre erste Fahrt in der alten Heimat, eine Rundfahrt durchs Vogtland. Hier vor markanter Kulisse, dem Autobahnviadukt in Pirk.